Willkommen zurück. Bei uns wird's jetzt lecker, denn es geht um Kürbisse. Die sind nämlich nicht nur eine prima Herbstdekoration zu Halloween, sondern die schmecken auch richtig gut. Aber wir zeigen Ihnen jetzt mal, dass man aus Kürbissen noch viel mehr machen kann als die klassische Kürbissuppe. Anne Schneemecher und Luisa Graf wissen ganz genau, wie Kürbisse kreativ auf den Teller und ins Gesicht kommen. Kürbis als Gesichtsmaske, im Toaster und als Käsekuchen? Ob das alles funktioniert, testet Caro für uns. Kürbis im Toaster kann ich mir noch überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich stelle mir das dann vor, dass der ein bisschen klitschig wird und dann ich ihn nicht wieder rauskriegen werde. Los geht's mit dem aufwendigsten Rezept, dem Kürbiskäsekuchen. Kürbisse zerkleinern und entkernen. Ist alles gar nicht so leicht. Butter und Zucker drauf und ab in den Ofen damit, für 30 Minuten. In der Zwischenzeit zerkleinert Caro die Kekse im Mixer für den Kuchenboden. Zum Schluss die Füllung. Dazu Frischkäse, Zucker, Gewürze und die Kürbisstücke aus dem Ofen miteinander vermengen. Und die Masse in die Form gießen. Jetzt finde ich es ein bisschen zu flüssig. Ich lasse mich überraschen, vielleicht passiert ja noch aus irgendeinem Grund, dass es noch hart wird. Zeit für Rezept Nummer 2. Der Kürbistoast. Das ist auf jeden Fall einfacher als der Kuchen. Den Kürbis in etwa brotdicke Scheiben schneiden und im Toaster garen. Aber wann ist denn der Kürbistoast endlich fertig? Ich habe jetzt die Kürbisscheiben zweimal in den Toaster gehabt. Ich soll darauf achten, dass ich den Garzeitpunkt erwische. Keine Ahnung, wie ich das rausfinden soll, aber es ist eigentlich recht weich. Ich werde es einfach probieren. Caro versucht es mit herzhaften und süßem Kürbisbelag. Ich glaube, es ist echt abhängig davon, was man drauf macht. Man kann ja, wie man schon sieht, ganz viel variieren. Also mir schmeckt es sehr gut und ich finde es eine tolle Alternative zum Toast oder zum Brot. Ich glaube, ich werde das jetzt öfters machen. Doch, schmeckt mir sehr gut. Ob die Kürbis-Peel-Off-Maske auch so überzeugt? Das Rezept gibt vor, Kürbis in kleine Würfel schneiden, im Topf mit Wasser garen und pürieren. Das Kürbismus mit Tomatensaft, Eiweiß und 2 Packungen Gelatine mischen. Die Maske dann noch in die Mikrowelle, damit sich alles verbindet und anschließend im Kühlschrank abkühlen lassen. Und dann ab ins Gesicht damit. An sich fühlt es sich gerade an wie jede andere Peel-Off-Maske, die man so auftragen würde. Ist ein bisschen stückig. Durch das Pürieren natürlich. Caro kann sich jetzt 10 Minuten entspannen. Peel-Off-Masken sollen ja nach dem Einwirken ganz leicht wieder abgehen. Aber das Zeug will gar nicht wieder runter. Da hilft nur eins, Waschlappen und kräftig schrubben. Fazit, die Maske ist ein Reinfall, der Kürbistoast schmeckt. Und was ist mit dem Käsekuchen? Auf jeden Fall die Überraschung des Tages. Er ist sehr lecker, noch leicht lauwarm. Ist eine Überraschung, weil es irgendwie herzhaft ist, aber doch süß durch den Schokoboden. Die Konsistenz ist super geworden. Man sieht auch noch ein paar Stücke da drin. Also echt klasse. Für Caro steht fest, der Kürbis kann echt so viel mehr als nur Suppe. Und der Kürbiskäsekuchen gehört jetzt schon zu ihrem Lieblingsdessert für den Herbst.